Musik läuft heute mal eine Weile länger. Ja, schön, dass ihr immer noch dabei seid. Hier ist die Joyzone und wir reden heute über das wirklich schwierige Thema, wie es ist, wenn Leute sich das Leben nehmen möchten. Johanna ist heute da. Johanna arbeitet für Freunde fürs Leben und ihr beratet ja so ein bisschen in die Richtung. Bei euch können sich Leute melden und du meintest, ihr kriegt ja ab und zu mal auch Zuschriften über die Facebook-Seite. Was schreiben die Leute da? Also was wir ganz stark merken, ist, wie viele Leute tatsächlich von dem Thema betroffen sind. Also das merken wir daran, die Leute, die uns schreiben. Das merke ich persönlich in Gesprächen, die ich mit Leuten habe, wenn ich von meiner Arbeit erzähle. Jeder hat irgendwie eine Geschichte zu erzählen, ob es ein Bekannter ist oder ein Familienangehöriger oder ein Freund. Mhm. Das ist schon ganz krass. Also mit 10.000 Suiziden jedes Jahr in Deutschland ist das einfach ein Riesenproblem. Das sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, AIDS und Drogenmissbrauch zusammenkommen. Mhm. Also das merken wir auch ganz stark in unseren Anfragen. Also es ist so, dass wir direkt eigentlich keine Beratungsangebote machen. Wir informieren die Leute vor allen Dingen. Man kann sich bei uns auf der Website über alle möglichen Fakten zum Thema Suizid informieren. Wir haben schon auch ab und zu Leute, die uns kontaktieren. Wir haben gerade ein Mädchen, die uns vor ein paar Tagen geschrieben hat, ein 17-jähriges Mädchen hier aus Berlin. Die hat uns erzählt, dass sie vor 3 Jahren bereits ihre beste Freundin durch Suizid verloren hat. Und dass sie jetzt in der Klasse gerade einen Klassenkameraden haben, der sich irgendwie in seinem Verhalten total geändert hat seit den Ferien, der sich irgendwie, der komische Dinge sagt, der auch irgendwie gesagt hat, er möchte sich umbringen oder so. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die eigentlich so genau das erzählt, was wir gerne wollen von den Leuten, weil die ist jetzt total aktiv geworden, gemeinsam mit ihren Freunden. Mhm. Und die haben jetzt alle möglichen Leute kontaktiert, die Lehrer, die Schulpsychologen sind jetzt dabei, bei Beratungsstellen und Krisendiensten irgendwie Hilfe zu bekommen für den, weil sie einfach gemerkt hat, ihr soll das nicht nochmal passieren. Sie möchte diesmal einfach irgendwie helfen können. Ja. Und das ist ein ganz tolles Beispiel. Das ist so eine Freundin fürs Leben, wie wir es uns eigentlich wünschen von jedem. Ihr leitet ja auch oft weiter. Also wenn Fragen kommen in die Richtung, gibt es ja oft Experten, an die ihr verweist. Und einer davon ist ja der Dr. Paul Plehner, der ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychotherapie. Und den haben wir jetzt im Skype, oder? Guten Abend. Ja, guten Abend. Hallo, hören Sie mich? Ja, etwas zeitverzögert, aber... Das kriegen wir hin. Sagen Sie, wie ist es denn? Sie beraten ja Menschen, die sich das Leben nehmen möchten. Ist das nicht wahnsinnig schwierig, so jemand davon abzubringen, von diesem Gedanken? Wie berät man so jemand, wenn er bei Ihnen im Büro sitzt, in der Praxis? Ja, im Endeffekt ist es so, dass erstmal viele kommen und erstmal Entlastung wünschen. Und das ist was man, denke ich, ganz gut bieten kann, auch in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie. Auch mal ein Stück weit ist immer der Wunsch, da Ruhe zu kriegen, distanziert zu werden von den aktuellen Geschehnissen. Und erst im zweiten Schritt kommt dann der Versuch, dass man nochmal eine neue Perspektive entwickelt. Gibt es denn Fälle, wo Sie sagen würden, dass die Hilfe eigentlich zu spät kommt? Nein, glaube ich eigentlich nicht. Solange jemand lebt, kann man eigentlich immer noch etwas tun. Ja. Aber wie gehen Sie dann vor? Also wenn jemand zu Ihnen kommt, wo fängt man an? Zuerst ist einmal wichtig, dass die Sicherheit hergestellt ist. Also dass die aktuellen Möglichkeiten, sich das Leben zu nehmen, begrenzt werden. Um nicht aus einer möglicherweise auch impulsiven Handlung dann bleibende Schäden davon zu tragen. Ja. Im zweiten Schritt geht es natürlich darum, zu verstehen, wie es überhaupt dazu kam, was waren die Einflussfaktoren. Da schließt eine gesamte psychiatrische Diagnostik mit ein. Wir wissen ja, dass über 90% der Jugendlichen und auch der Erwachsenen, die an einem Suizid versterben, letzten Endes auch eine psychiatrische Erkrankung hatten. Mhm. Und es geht dann auch darum, die zu adressieren, an der zu arbeiten. Und das ist dann unterschiedlich, ob es eine Depression ist, eine Angsterkrankung, eine Schizophrenie. Ja. Was meinen Sie, was ist eine gute Idee, was kann ich heute Abend machen, wenn ich irgendwie merke, zum Beispiel ein Freund von mir, der ist suizidgefährdet, was wäre der erste Schritt?
gut, Frau Hauch, habe ich vorher gesehen, hat schon angesprochen, das Allerwichtigste ist, sich trauen zu fragen. 80% der Leute, die an einem Suizid versterben, haben das vorher angekündigt. Das ist eigentlich die Hauptmessage. Ja. Wenn ich jetzt jemanden habe, um den ich wirklich große Sorgen mache, muss ich Leute einbeziehen. Und das ist im allerschlimmsten Notfall, auch wenn sich das jetzt natürlich krass anhört, erstmal die Polizei, die jemand auch in eine Psychiatrie bringen kann. Mhm. Das ist einfach 24 Stunden da. Ja. Alles klar. Das ist das letzte aller Mittel, muss man sagen, wenn jemand freiwillig nicht mitgehen will oder ähnliches. Ja. Ich muss Sie leider unterbrechen, die Sendung ist gleich vorbei, aber trotzdem vielen lieben Dank Ihnen, Herr Plehner. Ihnen einen schönen Abend noch, ne? Machen Sie es gut. Tschüssi. Schönen Abend. Euch kann man ja auch erreichen, nicht wahr? Ihr habt eine Facebook-Seite, wie heißt die nochmal? Die heißt facebook.com/freunde-fürs-leben. Ja. Unsere Website ist frnd.de. Ja. Aber es gibt auch eine Nummer, falls ihr jetzt Bedarf haben solltet, die zu wählen. Warum auch immer. Dann ruft gerne an unter der 0800 111 0111. Und da warten Menschen, ja, die euch helfen können, egal ob ihr selber betroffen seid oder vielleicht einen Freund oder eine Freundin habt, die betroffen sind. Ich danke euch sehr, dass ihr heute zugeschaut habt. Geht gerne auf unsere Sendeseite auf joyce.de und dann auf Joyzone. Und da gibt es noch ein paar Links und ein paar Tipps. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Abend. Passt auf euch auf und bis morgen. Ciao.